Turi 2TV, das Branchenfernsehen. Sprechen statt Schreien. Wie Kommunikation und Werbung sich ändern müssen. Thesen zur Reklameindustrie von Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart. Irrtum 1. Werbung muss verkaufen. Heißt es immer. In Wahrheit muss gute Werbung zunächst einmal etwas erwerben. Vertrauen zum Beispiel. Bleibt der Absender unklar, dubios oder in seinen Absichten zweifelhaft, verpufft die Botschaft, bevor sie beim Empfänger eingetroffen ist. Der aufgeklärte Bürger will informiert, nicht überredet oder überrumpelt werden. Irrtum 2. Gute Werbung muss originell sein. Das glauben und predigen uns die Kreativen. Und natürlich ist es bewundernswert und faszinierend, wenn Werbung uns durch Originalität begeistert. Aber in erster Linie muss sie überzeugen. Wir lieben den Klassenclown und heiraten vernünftig. Wir erfreuen uns an Straßenmusikern und schicken unsere Kinder auf die Uni, auf dass sie niemals Straßenmusiker werden. Irrtum 3. Gute Werbung muss aus einem Guss sein. Sie soll ja schließlich die Corporate Identity transportieren. Message Control sei zentral, sagen uns die Amerikaner. Hundertschaften von Corporates kümmern sich also geflissentlich um die Vereinheitlichung von Schriftbild, Bildsprache und Tonalität der Werbemittel. Damit erzeugen sie in einer Endlosschleife von Meetings und Mails jenes Einheitsmaß der Inhalte, das dem Werbekonsumenten wie eine innere Gleichschaltung vorkommen muss.